Wir warten noch kurz, bis da alle die Zettel ausgefüllt haben. Ich mache jetzt Gelöbnis. Ich dachte mit Gelöbnis, bevor wir ins Studio. Gelöbnis, denn die Aufnahme und dann nehme ich 4 aber. Mit dem Start. Okay, den schalten Sie erst jetzt frei wahrscheinlich. Angelo! Sag ihm das schnell, Mario. Sag mal schnell. Der Link, den wir rausgeschickt haben, da kommt man auf unsere YouTube-Seite, nicht aufs Live. Wenn ich live drücke, kommt es. Weil jetzt ist noch nichts drin, oder? Erst wenn ich so mache, dann kommt es hin, oder? Stefan, auf dich schnell her, bitte. Wegen dem Link. Sie sagen, wenn man auf den Link aufdrückt, kommt man auf YouTube oder direkt aufs. Den kommt es, oder? Eben, das war meine Frage. Okay, passt. Also sobald wir jetzt drucken, dann kommt der Link. Okay, passt. Dann kommt es. Dann starten wir. Gut, danke. Darf ich loslegen? So, grüß euch miteinander. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur dritten Sitzung der Stadtvertretung. Wir sind noch wieder live zugeschaltet. Ich darf alle, die daheim gemütlich auf der Couch sitzen, recht herzlich begrüßen. Ein großer Dank an euch alle, dass ihr heute da sind und auch wieder mit diesen Maßnahmen, Maske tragen etc. dahinter hocken und heute ganz wichtige Themen abarbeiten und dafür somit recht herzlich begrüßen. Nur kurz für den Ablauf wieder. Ich bitte, wenn jemand eine Wortmeldung hat, kleines Handzeichen und den einfach das vorne wieder machen, damit da wirklich jeder das hört und mitkriegt. Ich darf, bevor wir starten, wir haben einen neuen Stadtvertreter, wo wir noch angeloben dürfen. Das ist der Mario Battisti. Mario, schön, dass du da bist. Ich werde jetzt kurz diese Gelöbnisform mal sprechen und dann bitte die mit einem klaren Ich gelobe. Darfst dich gern kurz erheben. Ich gelobe die Verfassung sowie alle übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Stadt Bludenz nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Wunderbar, vielen Dank, herzliche Gratulation. Dann kommen wir noch zu einem zweiten Antrag, und zwar stelle ich den Antrag, dass wir genehmigen Ton- und Bildaufnahmen gemäß § 46 Absatz 1 im Gemeindegesetz zu machen und bitte hier um ein klares Handzeichen, wer dafür ist. Einstimmig in dem Fall dürfen wir es weiterlaufen lassen. Und ich darf noch, bevor wir in die Tagesordnung eingehen, möchte ich den Tagesordnungspunkt 4, das ist die ortspolizeiliche Verordnung, von der Tagesordnung nehmen. Hier bedarf es noch einiger Abklärungen und deshalb nehme ich den Tagesordnungspunkt. Aber somit starten wir in die dritte Sitzung der Stadtvertretung und ich komme gleich zum ersten Tagesordnungspunkt. Genau, das muss ich auch sagen, wir haben beim letzten Mal einen kleinen Fauxpas-Kit. Wir haben die Anwesenheitsliste nicht abgefragt und somit bitte ich jetzt den Herrn Staatsamtsdirektor, die Anwesenheit zu überprüfen. Dr. Joachim Heinzel, Diplom-Ingenieur Martina Brandstetter, Cenk Dogan,
Andrea Malic, Christoph Thoma, Gerhard Krump, Angelika Rauch-Linz, Verena Burtscher, Franz Burtscher, Magister Eva-Maria Gräber, Manfred Heinzelmeier, Diplom-Ingenieur Christoph Summer, Magister Elmar Buda, Carina Gebhardt, Mario Leiter, Magister Sabine Groß, Magister Susanne Larisch, Eva Peter, Mükremin Azitz, Sonja Berchtold Niedermesser, Magister Harald Mutter, Ingenieur Bernhard Korn, Norbert Lrünser, Thomas Wimmer, Franz Bachmann, Magister Antonio Della Rossa, Magister Wolfgang Maurer, Martine Durig, Joachim Weichselbaumer, Bertram Bolter, Andreas Fritz Wachter und Mario Battisti Jenny. Haben wir jemand nicht vorgelesen, der anwesend ist? Ich denke nicht. Entschuldigung noch einmal, Herr Hofrat, für meinen Fehler. Und wir steigen somit in die Tagesordnung ein und starten mit dem ersten Tagesordnungspunkt, und zwar die Genehmigung der Verhandlungsschrift von der zweiten öffentlichen Sitzung. Gibt es da irgendwelche Wortmeldungen? Ich denke nicht, und somit hätte ich gern zur Abstimmung kommen, dass wir diese genehmigen, und bitte um ein klares Handzeichen, wer dafür ist. Ich denke einstimmig, und dann kommen wir schon zum nächsten Tagesordnungspunkt, und das wären Berichte. Und zwar haben wir da einen Bericht, den Kai und Alex auch, und zwar geht es da um den Rechnungsabschluss, der ja im Jänner stattfinden wird, und wir haben das mit dem Finanzer und mit dem Markus Wiesenthaler klar angeschaut. Jeder, wo schon mal dabei war, weiß, dass das so ein Schinken ist. Bitte? Voranschlag, entschuldige. Ganz genau, richtig, stimmt, entschuldige, danke. Da geht es darum, dass das immer ein sehr, sehr dickes Buch ist und ob da die Möglichkeit, und das wäre unser Anliegen, ihr habt es jetzt, glaube ich, eh alle schon ausgefüllt, oder Erwin? Ja, ich weiß nicht, ob das alle schon abgegeben haben, ist jetzt bald oder? Also, wir können es dann am Schluss zehnmal sammeln, oder ihr könnt es am Schluss, bevor wir die Sitzung fertig ist, einfach Führer bringen, aber da geht es darum, eben, wer möchte es gedruckt und wer möchte es digital. Oh, ein erster Schritt im Hinblick auf die Digitalisierung. Ich glaube, da können wir auch schon ordentlich einsparen. Da kommen wir eigentlich eh schon zum Hauptpunkt vom heutigen Abend, und zwar zu den Abgaben für das nächste Jahr 2021. Und da hätte ich gern dem Finanzstaatsrat übergeben, Herrn Jimmy Heinzel, Herrn Doktor Jimmy Heinzel, und bitte somit um deine Worte. Ja, lieber Bürgermeister, Vizebürgermeister, Kolleginnen, Anwesende, Stadträte, Stadträtinnen, Stadtvertreter, Stadtvertreterinnen, liebe Zuhörer, vor allem Zuhörer zu Hause. Noch nie haben wir so viel diskutiert über die Gebühren wie dieses Jahr, weil wir dieses Jahr tatsächlich immer ein besonderes Jahr sind. Wir sind mitten in einer Wirtschaftskrise, wir sind in wirtschaftlich sehr turbulenter Zeiten. Wir haben das Thema, dass der Tourismus, der Handel, körpernahe Dienstleistungen durch den Lockdown stark getroffen sind, viele Menschen in Kurzarbeit sind, erhöhte Arbeitslosigkeit leider gegeben ist, und auch die öffentlichen Haushalte Budgetlöcher aufwiesen. Es ist also für alle ziemlich schwierig in dem Jahr. Das alles, das muss ich nicht erklären, ist der Covid-19-Pandemie geschuldet. Vielleicht nur für Bludenz. Fürs Budget 21 haben wir ungefähr gegenüber dem Voranschlag für 20 minus 2 Millionen Euro Ertragsanteile vom Bund. Und die Zuzahlung an die Krankenhäuser, wo ja die Gemeinden insgesamt auch 40% der Kosten tragen, ist um 600.000 Euro höher als im Vorjahr. Nur aus den zwei Posten aus fehlen uns ca. 2,6 Millionen Euro. Es ist also nicht ganz einfach.
Und in dem Wissen, dass es für alle schwierig ist, aber dass es auch für uns schwierig ist, ein Budget zustande zu kriegen, haben wir dann die Gebühren miteinander diskutiert. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass man sieht, ich erhöhe sie oder erhöhe sie nicht. Wenn ich sie nicht erhöhe, ist das der Gedanke dahinter, den zumindest einige der Kommunen gefunden haben, ja, ich mache Entlastung für die Leute. Wenn ich sie erhöhe, mache ich Entlastung für das städtische Budget, logischerweise. Wir haben da lange hin und her diskutiert und es ist gar nicht einfach, sowas zu beantworten, wenn man es denn schlussendlich macht, und haben aber folgenden Entschluss getroffen. Wir haben uns dazu entschlossen, die Gebühren nicht zu erhöhen, aber eine Indexanpassung zu machen. Die Indexanpassung heißt, dass eine Anpassung von 1,5% erfolgt. Das sind in Summe, dass ich so gleich dazu sage, zum Beispiel Kanal Wasser für Bludenz 65.000 Euro, die wir mehr ins Budget kriegen durch diese Indexanpassung. Eine Indexanpassung ist keine Erhöhung, sondern es ist de facto Gleichtür, weil das Geld weniger wert wird. Gleichzeitig haben wir gesehen, das Geld, das wir da innen, werden wir aber vernünftig verwenden und nämlich jenen Leuten zur Verfügung stellen, die es jetzt in der Zeit wirklich brauchen, und haben uns zwei Maßnahmen dafür überlegt. Die erste Maßnahme ist ein Sozialbeitrag für die Einkommensschwächeren. Und die zweite Maßnahme ist für diese Betriebe, wo es jetzt nicht so einfach ist, einen Einkaufsgutschein zu machen, sodass regionale Wertschöpfung forciert wird, dass Kaufkraft am Standort bleibt, gerade in Zeiten, wo sehr viel online gekauft wird. Warum haben wir das so gemacht? Ich darf das kurz erläutern, das ist mir noch relativ wichtig, dass man ein bisschen Einblick kriegt in diese Gebührenwelt. Also Gebühren sind dazu da, Kosten abzudecken, die man hat. Das sind nicht Steuern, sondern das hängt immer mit Kosten zusammen. Wir haben in den letzten Jahren ausschließlich Gebühren valorisiert. Das heißt, wir uns eigentlich immer mit dem Index abpasst. Natürlich, da haben wir im Fokus geht die Leute, die Gebühren zahlen. Die werden ja in der Regel mit dem Index, kriegen die mehr Geld oder vielleicht ein bisschen mehr. In Tat und Wahrheit stiegen unsere Kosten aber höher. Weil die Baukosten stiegen eben nicht mit dem Verbraucherpreisindex, sondern die stiegen mit dem Baukostenindex. Und der Baukostenindex ist höher. Wir haben Russen gesucht für den Siedlungswasserbau, was er das ausgemacht hat in den letzten Jahren. 2017 2,4%, 2018 2,9% und 2019 noch einmal 2%. Also um das kostet es uns mehr, das zur Verfügung zu stellen, diese Entsorgung. Das sind tatsächliche Kosten. Noch dazu, wissen wir glaube ich auch alle, haben wir es topografisch nicht so einfach wie in der Flächenbundesländer in Niederösterreich, wo ich da einfach im Humus über lange Strecke hinweg einfach einen Graber sitze und eine Röhre vergraber kam. Ich habe eine topografisch andere Situation. Denken an die Baustelle, wo man klettern in der Halder, wo mit einer Stichstraße sehr steil aufgeht, wo man irgendwo sicherstellen haben müssen, dass die Leute nicht in der Mobilität eingeschränkt sind. Also das ist schon sehr viel Aufwand, wo da dahinter steckt, wo wir brauchen, um diese Versorgung sicherzustellen. Wir haben noch nicht mehr wahnsinnig viel Geld auf den Rückstellungskonten. Das allerdings hängt damit zusammen, dass wir in der letzten Jahr ziemlich viel gebaut haben. Zu erwähnen an der Stelle die Sanierung der gesamten Innenstadt. Das heißt, der erste Grund, warum wir Indexanpassung gemacht haben, ist, weil tatsächlich die Kosten entsprechend hoch sind. Logisch. Es gibt aber einen zweiten Grund, und den darf ich auch erläutern. Die Feldkirche haben gesehen, wir tun keine Indexanpassung machen und damit entlasten wir die Bevölkerung. Dem Gedanken kann man hoch. Okay? Verständlich irgendwo. Haben wir auch geschaut, wer verliert denn das? Was bringt das also? Wir haben 7.500 Haushalte. Und kein Index heißt, 65.000 Euro nicht zu erhöhen. Das sind pro Haushalt nicht einmal 10 Euro, pro Monat nicht einmal 1 Euro. Erstes Thema. Zweites Thema, wir treffen damit alle auch die Besserverdiener. Und da haben wir gefunden, das ist kein guter Zugang. Gebühren sind kein gutes Instrument, um Sozialpolitik zu machen. Wenn, dann muss man das anders machen. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, stattdessen einen Sozialbeitrag zu machen in gleicher Höhe. Sind 75.000 Euro, was wir ins Budget noch haben. Wir wissen aus dem Heizkostenzuschuss, dass wir ca. 700 bis 750 Familien haben, die bedürftiger sind, wo also diesen Heizkostenzuschuss kriegen. Das heißt, pro Familie sind es dann 100 Euro und das macht einen Unterschied. Und das soll nur jene kriegen. Das zu dem Thema. Zweites Thema, wir haben auch die Tourismusabgabe heute zu beschließen. Die Tourismusabgabe ist eine Abgabe an die Gemeinde, weil wir eine Tourismusgemeinde sind. Jetzt muss man aber wissen, diese Tourismusabgabe zahlen alle Firmen, nicht nur die Tourismusbetriebe.
Und diese bemisst sich am Umsatz. Das heißt, es sagt, da geht es noch genauso wie der Bertsch und so weiter und so fort. Wir haben uns dazu entschieden, und ich glaube, das war im Finanzausschuss einstimmig, dass wir gesagt haben, wir machen nur die halbe Erhöhung, wo wir machen dürften, vom Gesetz her, was dazu führt, dass der sogenannte Hebesatz, der maßgeblich ist für die Berechnung dieser Abgabe, im 21er Jahr gleich hoch blieb beim 20er Jahr. Trotzdem ist es noch keine große Entlastung, logischerweise, für jene Unternehmen, die jetzt in Zeiten wie diesen doch ziemlich gebeutelt sind. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen so etwas wie einen Gutschein, einen Einkaufsgutschein für Betriebe in Bludenz. Also die kann ich bei Betrieben in Bludenz einlösen. Und dafür stellen wir 100.000 Euro zur Verfügung in Summe. Allerdings kriegt es nur einer, wenn er mindestens 50 Euro Gutscheine kauft, kriegt er einen Gutschein im Ausmaß von 10 Euro drauf. Das heißt eine 20-prozentige Förderung. Die Idee dahinter ist, dass wir mit den 100.000 Euro ein Kaufkraftvolumen von 600.000 Euro auslösen. Und so, wie es sich sagt, läuft das relativ gut. Wir sind jetzt schon nach wenigen Tagen bei 60.000 Euro. Und bei 100.000 Euro ist den gedeckt. Das heißt, wenn jetzt in der Weihnachtszeit, gerade für diese Handelsbetriebe, die geschlossen haben, durchaus einiges an Kaufkraft am Standort generieren können. Und insbesondere noch einmal in Zeiten des zunehmenden Onlinehandels, da halte ich das für ganz wichtig. Tolle Sache, hat am ORF scheint so gut gefallen, ist in der ZIP 2 so gern gewesen, wer es nicht gesehen hat. TV Tech könnt ihr das nachschauen, Montagabend beim Armin Wolf, hat mir über den Bludenzer Einkaufsgutschein berichtet. Toll gemacht, danke an die Verwaltung. Ist für das Image der Stadt natürlich extrem gut, wenn sich solche Sachen auch verbreiten. Ich darf ganz kurz das Thema fassen. Also, wir haben uns dazu entschieden, eine Indexanpassung bei den Gebühren zu machen. Wir haben uns dazu entschieden, die Tourismusbeiträge gleich hoch zu lassen. Und als Kompensation dafür in Zeiten wie diesen zwei Sondermaßnahmen ins Leben zu rufen, nämlich einen Sozialbeitrag für Ärmere auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen Einkaufsgutschein. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Mein Vorschlag zum Prozedere wäre jetzt, dass wir es gleich machen wie im Finanzausschuss, dass wir vor wir in die einzelnen Abstimmungen gehen, diese Grundsatzdiskussion führend. Das ist schon für die Zuschauer dann interessanter und danach die einzelnen Abstimmungen, die wir ja einzeln machen müssen, den relativ schnell durchgehen können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit, das war es schon von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Finanzer, gerne. Für diese Worte. Da wird sogar geklatscht. Also, Szenenapplaus. Ich darf da vielleicht kurz anschließen, ein bisschen was berichten von dieser Gutscheinaktion, wo man wirklich. Und das ist eigentlich ganz ein starkes Zeichen und ein schönes Zeichen, wo ich noch einmal ein großer Dank aussprechen will. Zum einen natürlich an unser Stabmarketing und an die Wiege, die das Ganze die letzten 10 Tage aufgeleistet haben. Und ganz besonders aber auch allen Verantwortlichen von der anderen Fraktionen, Eva Peter, Jogi Weichs, Wolfi. Wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt und haben diese Idee quasi ausgeschafft und haben gesagt, okay, wir kümmern jetzt wirklich und darum begrüßen wir eben auch diese Indexanpassung und sagen, wir werden es nicht mit der Gießkanne verteilen, sondern wir werden es wirklich punktuell was einsetzen und da kann ich wirklich nur ein großes Lob aussprechen. Und wie ihr seht, wir haben, Mario hat es vorhin gesagt, ich glaube über 60.000 Euro an Gutscheinen stand heute Abend schon quasi an Bestellungen hin, nur aus dem Stadtbudget, also eine Kaufkraft. Und ich glaube, dass wir die 100.000 Euro, wo wir für das bereitgestellt haben, sicher am Ende dieser Woche oder spätestens nächste Woche quasi ausgeschöpft haben. Und dann haben wir eine Kaufkraft von 600.000 Euro innerhalb von einer Woche für unser Städtle quasi eingebracht. Und das ist, glaube ich, eine Wahnsinnsaktion. Und das hat sogar der Armin Wolf bei der ZIP 2 gecheckt, wie super das ist. Und das freut uns natürlich, dass wir da prominent Vertreter sind. Und da kann ich nur noch einmal ein großer Dank an alle aussprechen. Und freue mich auf jeden Betrieb in der Stadt, in der ganzen Stadt, also nicht nur Wiegebetriebe, sondern wirklich für alle Geschäfte, wo davon profitieren können. Und ich glaube, und bin überzeugt, dass genau solche Aktionen der Leute jetzt wirklich direkt helfen und kann eigentlich nur noch einmal euch allen einen Dank aussprechen, dass wir da so schnell eine Lösung gefunden haben, so schnell helfen haben können und wirklich der Leute. Also wir haben so viele Rückmeldungen gekriegt, ich glaube, das Stabmarketing ist von morgen bis am Abend am Telefonieren, ich glaube, alle Akteure kriegen selber Nachrichten, ob es per WhatsApp ist oder ob es per Mail ist.
dass das eine super Aktion ist und dass man da merkt, Stadt hilft wirklich direkt und schnell und sehr unkompliziert. Das muss man auch sagen. So viel zur Gutscheinaktion und darf jetzt noch um weitere Wortmeldungen zum Thema, vielleicht zur Sozialgeschichte, wo man aufgleist, noch die Andrea kurz für ihr bitten. Zu diesem Stand der Dinge, wir haben ja gesehen, wir werden auf der einen Seite natürlich unsere Betriebe fördern, aber wir dürfen die andere Seite aus der Sicht nicht vergessen, auch Familien, Sozialschwache, wir kümmern uns dort, die haben es auch schwer, gerade jetzt in der Zeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, beziehungsweise auch Anfang nächstes Jahr aufgrund von Corona, wir können dort Impulse setzen und den Leuten wirklich direkt helfen. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend an alle da im Saal und an unsere Zuseher daheim. Der Jimmy, danke Jimmy, du hast das eh schon ganz gut erklärt. Er hat gesagt, wir sind für keine Erhöhung, sondern für die Indexanpassung. Und der Simon hat das auch schon erwähnt mit der Gießkanne. Also das ist nicht unser Ziel, dass das für alle nachher, dass jeder serviciert wird, sondern wir möchten eine Förderungsmaßnahme wirklich für die, die es unnötig haben, dass wir die sozial Schwachen quasi erreichen. Ein Ansatz für uns ist wirklich, sind die Landesrichtlinien von den Heizkostenzuschüssen. Da haben wir jetzt bereits auf der Stadt ein Instrument, ein Kontrollinstrument, das wir nutzen könnten, zum zielgerichtet die Förderungen auszulassen. Aber das ist natürlich nur ein Ansatz. Ich freue mich, dass wir am Montag in die Arbeitsgruppen gehen mit allen Parteien. Es ist jeweils jemand vertreten aus allen Fraktionen. Und ich denke, dass wir da konstruktiv gute Lösungen finden, dass wir eine transparente Ausschüttung von diesem Sozialfonds herabbringen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin gespannt, was alles aus der kommt. Super, vielen Dank, Andrea. Das ist eben genau dieser zweite Punkt, wo wir gesehen haben, wir können der Unternehmer helfen, wir können natürlich auch im Sozialbereich direkt helfen. Gibt es, wie wir so gesehen haben, mit dem Prozedere, gibt es Wortmeldungen, die am besten jetzt und sonst kommen wir schon in die Abstimmung. Bitte gern, Bernhard. Ja, geschätzter Herr Bürgermeister, liebe Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, dieses Jahr war ein Ausnahmejahr. Die durch die Corona-Maßnahmen persönlichen Einschränkungen, Homeschulung, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und manchmal auch Krankheit haben sehr viele Blutenzerinnen und Blutenzer viel abverlangt und viele von ihnen sind auch finanziell betroffen gewesen. Betrachtet man die städtischen Gebühren in Bludenz verglichen mit dem Schnitt in Vorarlberg, sind wir schon jetzt an der oberen Grenze angesiedelt. Wenn man nun noch die jährlichen Quersubventionen mit betrachtet, sind die jährlichen Einnahmen bereits jetzt kostendeckend. Das Team Mario Leiter hat die jährlichen Inflationsanpassungen in den letzten Jahren stets mitgetragen, da so sprunghafte Erhöhungen vermieden werden konnten. Durch die Ausnahmesituation vertreten wir aber die Haltung, dass die Gebührenjahren für das nächste Jahr nicht angehoben werden sollten. Wir finden, die Stadt Bludenz sollte die Gebühren für das nächste Jahr einfrieren und so auch der Bludenzer Bevölkerung ein Zeichen der Unterstützung zeigen. Daher stellen wir den Antrag, dass die Gebühren für das Jahr 2021 nicht erhöht werden. Danke. Vielen Dank, Bernhard. Aber ich mache zuerst die Wortmeldungen noch und dann täten wir über das abstimmen, wenn es noch ist. Jogi, bitte gerne. Herr Bürgermeister, geschätzte Stadträtinnen und Stadträte, Herr Vizebürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns ja über die Gebühren recht ausführlich eigentlich schon im Finanzausschuss unterhalten. Was mir jetzt heute sehr gut gefallen hat beim Finanzstadtrat Jimmy Heinzel, wo er rausgeschrien hat, dass man Sozialpolitik nicht über Gebühren machen kann oder soll. Das teile ich zu 100%. Habe allerdings natürlich hohes Verständnis für die Haltung des Team Mario Leiter. Das ist eine Haltung, wie es der Klubobmann richtig gesagt hat, die respektiere, die akzeptiere. Ich teile sie nicht. Wir sind die letzten Jahre immer
der Überzeugung gewesen, dass man die Indexierung machen muss, um große Sprünge zu vermeiden, was denn wirklich der Bevölkerung wehtut. Und im Hinblick auf diese Sozialabfederungsmaßnahme, die Stadträtin hat die Arbeitsgruppe angesprochen, die am Montag startet, bin ich guter Dinge, dass wir treffsicher und zielgerichtet einen Ausgleich schaffen für Menschen, die es nicht so gut haben. Das halte ich für einen vernünftigen und richtigen Weg. Wir werden daher die Indexierung mit unterstützen. Den Antrag des Team Mario Leiter kann man leider nicht unterstützen. Danke. Vielen Dank. Jogi, gibt es sonst noch Wortmeldungen? Christoph, bitte. Grüß Gott, Herr Landtagsabgeordneter Christoph Thoma. Kurz und bündig. Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke Jogi für deine Wortmeldung. Ich bin ja wirklich heilfroh, dass die ÖVP den Bürgermeister stellt und weiterhin Sozialpolitik macht in dieser Stadt, lieber Bernhard Korn. Und es ist ja tatsächlich ein Ort, wo man Debattenkultur pflegen kann, nämlich die Stadtvertreter, nämlich der einzige Ort. Und sieht ja mal das Rednerpult und Gott, das Ganze auch wesentlich zivilisierter ab, muss ich dazu sagen. Also vielen Dank für den Vorstoß in der vorletzten Stadtvertretungssitzung, dass du das willst und dass wir das machen. Trotzdem muss ich etwas sagen, die Indexanpassung ist der einzige richtige Weg, in meinen Augen. Und das, was der Jimmy da vorgestellt hat, ist auch der einzig treffsichere Weg, nämlich auch Menschen zu helfen, die das Geld wirklich brauchen. Und da macht die Sozialstadträtin vor allem den richtigen Impuls jetzt gerade, nämlich einen Sozialgutschein ins Leben zu rufen, der dort ankommt, wo es die Leute haben, die es buchen. Und das ist, du hast vorher angesprochen, du hast gesehen, die Pandemie trifft uns alle, trifft uns wirklich alle, die trifft uns nämlich sehr, sehr krass in allen Bereichen, Homeschooling und alles Mögliche, du gesehen. Aber jetzt geht es darum, dass man dort hilft, wo Probleme sind. Und darum bin ich der Meinung, die Indexierung ist der richtige Weg, ein Sozialgutschein ist der richtige Weg. Und ich bin froh, dass die Blunzer Volkspartei Sozialpolitik macht. Danke. Danke, Christoph. Wer mag zuerst? Darf ich Ladies first? Ich bin schockiert. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Mario, Vizebürgermeister. Bitte. Ich weiß jetzt nicht, was der Gutschein mit der Indexerhöhung zum Tor hat. Ich weiß nicht, was die sozial so Schwachen jetzt in dieser Zeit mit einem Heizkostenzuschuss zu tun haben. Da reden wir von 700 Haushalten. Ich habe Mitarbeiter, das sind Vollzeitmitarbeiter, Mitarbeiter, die richtig große Leistung leisten, jeden Tag, aufgrund von Kurzarbeit, kurz an Geld sind. Ich weiß jetzt nicht, warum man da vor den extrem Bedürftigen im Bludens redet. Natürlich, bitte, die sollen sowieso zu jeder Zeit unterstützt werden. Aber nicht das bitte jetzt in Zusammenhang mit der Gutscheinaktion bringen. Da hat das eine mit dem anderen nichts zum tun. Das eine ist die Kaufkraft im Bludens zu stärken. Das eine ist der extrem Bedürftigen im Bludens zu helfen. Das sowieso zu jeder Zeit, in jeder Jahreszeit, nicht nur zu Weihnachten, nicht nur zu Corona stattfinden muss. Ich bin schockiert. Ich habe nichts sagen wollen, weil ich für diese Gutscheinaktion bin. Das ist eine tolle, spontane, sensationelle Aktion. Ich habe so viele Gutscheine in unseren Geschäften gekriegt, wie noch nie. Toll auf Fürst gestellt. Aber man kann das bitte, liebe Leute, nicht in Zusammenhang bringen mit Heizkostenzuschüssen oder Indexerhöhungen, weil das ist ein Schuss in Fuß. Das eine ist das eine und das eine ist das andere. Danke. Bedürftige sind Bedürftige. Kaufkraft im Bludens zu stärken ist was anderes. Ganz kurz. Danke. Vielen Dank, Eva, für die leidenschaftliche Rede. Bernhard mag nicht mehr. Ich glaube, soweit. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Ganz kurz, lieber Christoph, bitte. Ob ich kurz rede, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Ort, wo wir debattieren dürfen, und der Radio. Eva, ich bin begeistert, dass du da mit deiner Leidenschaft redest, aber du verwechselst da etwas. Du verwechselst da etwas. Also, Punkt 1, der Gutschein hat der Simon vorher erwähnt.
und das ist ein richtiges Wirtschaftsförderungsinstrument, von dem du als Unternehmerin super profitierst, das wir Dienstleister unter anderem kofinanzieren über unsere Tourismusabgabe, möchte ich dazu sagen, davon profitierst du als Unternehmer und das ist richtig so. Da werden alle Blutsabbetriebe profitieren. Aber das andere, was du angesprochen hast, finde ich schon grenzwertig. Also ich bekenne mich dazu, dass eine Stadt wie Bludenz und jede Stadt und jede Kommune in Vorarlberg dort hilft, wo es treffsicher ankommt. Und ein Modell ist der Heizkostenzuschuss. Aber dass man etwas finanzieren kann, und wir hatten im Jänner eine Budgetdebatte, braucht es auch eine Gegenfinanzierung. Wenn das bei der SPÖ nicht angekommen ist oder beim Team Maria Leiter, bei uns ist es angekommen. Wir brauchen eine Gegenfinanzierung und eine Indexierung ist nichts anderes als eine Anpassung. Gehälter steigen ja auch indexiert. Und ich glaube, wir sind bei 1,5%, Jimmy, korrigiere mich, das ist unter der Indexierung momentan. Und ich finde das den richtigen Weg und das jetzt zu vermischen, da hast du leider etwas falsch verstanden. Danke. Danke, Christoph. Nein, ich muss jetzt alle. Bitte, gerne. Dann weiß der Herr Thoma anscheinend nicht, bitte, von wo diese Unterstützung kommt. Das hat mit einer Indexfinanzierung nichts zu tun. Laut Stadtmarketing, bitte, sind es diese Kosten, bitte, ich rede jetzt, sind das diese Kosten, ganz bitte kurz, alle zusammen etwas die Ruhe bewahren. Tourismus, Stadtmarketing für dieses Jahr, was an Veranstaltungen aufgrund von Corona weggefallen sind, das ist das Geld. Und noch einmal, zum sagen, dass Team Mario Leiter SPÖ nicht für Unterstützung und Hilfe für finanziell Schwache im Bludenz ist eine ganz böse Unterstellung. Und noch einmal, natürlich den Betrieben im Bludenz wird geholfen. Diese Gutscheinaktion ist sensationell. Ich habe noch nie so viele Gutscheine gekriegt wie in den letzten 4 Tagen. Toll, ich freue mich als Unternehmer. Aber das hat nichts mit sozialer Unterstützung und ich darf das sagen, ein bisschen kenne ich mich aus, damit zum tun, was Heizkostenzuschüsse anbelangt. Ist wieder ein ganz anderes Thema. Ein tolles Thema, ein soziales Thema, aber das sind 2 Paar Schuhe. Danke. Danke, Eva. Ich glaube, jetzt der Wolfi Maurer. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Vizebürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich plädiere für einen nüchternen Blick auf das, was wir hier machen. Und der nüchterne Blick sagt mir Folgendes. Wir indexieren Gebühren und zwar auf eine Art und Weise, wie wir das in den letzten Jahren immer wieder gemeinsam gemacht haben, weil wir der Meinung waren, es ist besser, man bezahlt vielleicht einmal über das ganze Jahr hinweg 8 Euro mehr an Gebühren oder 9 Euro mehr Gebühren und erhöht nicht irgendwann nach 5 Jahren, nachdem man das also über Jahre hinweg vergessen hat, also dann plötzlich also so, dass man das wirklich schmerzhaft spürt. Ich möchte dazu auch Folgendes sagen noch, also ich finde auch, wie jeder hier herinnen, sonst hätten wir das ja nicht einstimmig gemacht, die Aktion also mit den Gutscheinen eine ausgezeichnete. Ich möchte hier aber auch noch eines also dazu sagen, diese Aktion hilft den gebeutelten Betrieben und sie hilft jedem einzelnen Bludenzer natürlich auch, der also von der Stadt, also quer durch jeder Einzelne profitiert von dieser Aktion, weil bei seinen Einkäufen die Stadt Bludenz also 20% so praktisch drauflegt. Und ich finde auch, dass also wir die Aufgabe haben, denen die sozial wirklich also schwach sind, die also sich Sorgen machen, wie sie über die Runden kommen, dass wir denen wirklich zielgerichtet helfen, dieses Modell, das wir ins Auge gefasst haben und das wir noch genauer diskutieren werden am Montag, also führt dazu, dass
wirklich diejenigen, denen es so schlecht geht, finanziell schlecht geht in diesen Zeiten, spürbar etwas mehr bekommen. Und ich sehe das durchaus auch positiv, dass wir hier nicht eine, sozusagen nochmal eine Verwaltung drumherum aufbauen, sondern dass wir ein Instrument nutzen, das also anerkannt ist und das also wirklich sich auch schon bewährt hat. Also ich bitte das zu sehen und ich sehe auch, also, dass eine Stadt also ihre Einnahmen irgendwie schauen muss, dass in diesen Zeiten die auch hereinkommen. Und wir werden also der Indexierung der Gebühren selbstverständlich aus diesen zwei Gründen auch also zustimmen. Danke. Vielen Dank, lieber Wolfi. Bitte gerne. Sehr geehrte Stadtvertretung, lieber Bürgermeister, Indexanpassung ist ein unternehmerisches Denken, ist ein unternehmerisch wichtiger Schritt, um auch mithalten zu können. Es ist aber auch als sozialpolitische Entscheidung oft sehr, sehr hilfreich, auf gewisse Schritte zu verzichten und anderweitig Finanzierungen stattfinden zu lassen. Deswegen glaube ich, ist auch wichtig, meines Erachtens, das reduziert auch zu sehen. Und wir sind sozialpolitisch auf alle Fälle für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, es ist auch ein schönes Zeichen zu zeigen, wir sind da mit sozialer Unterstützung, wirtschaftlicher Unterstützung und in diesem Falle auch gehen wir einen Schritt zurück und nehmen den Index dieses Mal nicht an. Und bitte darauf zu verweisen, es ist ein Jahr jetzt, weil es ein wirklich krisenhaftes Jahr 2020 war. Wir sprechen hier nicht von 5 Jahren und dann der große Schock der Indexanpassung, sondern wirklich nur von diesem Jahr. Und das ist das Team Mario Leiter, das dafür stehen kann. Dankeschön. Vielen Dank, Susanne Larisch, für diese Wortmeldung. Gibt es diesbezüglich noch etwas Abschließendes? Wenn Sie möchten, Herr Finanzstatter, noch 2, 3 Abschluss. Ganz kurz, da schauen ja einige Leute zu und nicht, dass das falsch rauskommt. Also, wir haben da unterschiedliche Haltung, was die Indexanpassung passt, das ist das eine. Das andere ist, dass man über alle Parteigrenzen hinweg gesehen haben, das mit dem Gutschein ist eine gute Sache und das mit dem Sozialbeitrag ist eine gute Sache. Ich glaube, das sollte man auch sehr gerne erstellen und das ist schon wichtig, dass die Leute das sagen. Da hat es keinen Dissens gegeben. Das vielleicht noch zur Aufklärung, weil das wäre jetzt fast noch falsch rausgekommen. Genau. Gut, besten Dank. Das könnt ihr dann nach der Sitzung noch genauer besprechen. Passt gut, wir machen jetzt weiter und kommen, glaube ich, jetzt in medias res zu der Abstimmung der... Liebe Frau Kollegin Peter, zeige dir etwas, ganz offen. Das ist ein Gremium, wo man diskutiert und ich vertrete da meine Meinung. Und wir unterscheiden uns, und jetzt lassen wir einfach mal ausreden, das muss schon lernen. Das ist ein Stil, den man sich dahinter pflegt. Ich muss so still sein hinter du. Also erstens einmal hat dahinter jeder seine Meinung, und das ist schon richtig so. Und die kann jeder kundtun, und das ist schon wichtig, dass man nicht debattiert. Und wenn das nicht mehr der Ort ist, wo man debattieren kann, eine Meinung austauschen kann, und wenn ich deine Meinung nicht teile, dann darf ich das äußern. Und wenn eine politische Diskussion das nicht mehr zulässt, dann sind wir dahinter fehl am Platz. Und nachdem du neu bist dahinter, ich bin jetzt 5 Jahre dabei, ich habe das gelernt, ich habe auch schon meine Ohrfeige gekriegt dahinter, aber es wäre wichtig, dass dahinter jeder seine Meinung äußern darf und da nicht permanent nur zwischengerufen wird, weil das ist einfach kein Stil und das gehört sich nicht. Danke. Danke, Christoph, für deine Wortmeldung. Ich glaube, wir gehen jetzt zur Abstimmung. Wie ihr seht, 7. kommt Vorarlberg heute, da werden wir alle wieder daheim sein. Dann hat der ORF auch wieder eine Gaude. Ich tät starten, der Erwin tät so auf wie du, dann können wir es wirklich Schritt für Schritt durchgehen, die Punkte, und bringen es zur Abstimmung. Und also Entschuldige. Genau, also
Genau, also wie gesagt, wir haben den Antrag gekriegt über quasi das Einfrieren der Gebühren, keine Indexanpassung, und über das täte ich gerne abstimmen. Wer ist dafür, dass wir keine Indexanpassung machen? Ich denke, das sind alle vom Team Mario Leiter, sprich 14 Personen. Wer ist dagegen? Das sind in dem Fall die restlichen 19, und somit ist dieser Antrag abgelehnt. Und wir kommen. Sollen wir alle? Ich wollte gerade sagen. Eigentlich nicht. Wir machen es aber schnell durch. Es ist immer. Wir stimmen zuerst über den Punkt A ab. Da geht es um den Tourismusbeitrag. Und zwar, da geht es, ihr seht es eh, Toba, um diese Anpassung, und da machen wir es kurz und schmerzlos. Wer ist für diese Anpassung, genau wie im Finanzausschuss, einstimmig beschlossen? Kommen wir zu Punkt B, und zwar geht es da um die Friedhofsgebühren. Da geht es um eine Anpassung von 1,5% im Gesamten. Da hätte auch gleich zur Abstimmung kommen. Wer ist für diese Anpassung? 19 Stimmen, wer ist dagegen? 14 Stimmen vom Team Mario Leiter. In dem Fall gibt es diese Anpassung. Wir kommen schon zu Punkt C, Abfallgebührenordnung. Da haben wir wieder diese Anpassung von den 1,5. Darf ich auch gleich zur Abstimmung bringen. Wer ist für diese Anpassung? Auch wieder 19 Stimmen. Wer ist dagegen? 14 Stimmen dagegen. Somit wird auch diese Anpassung durchgeführt. Wir kommen zu Punkt D, zur Kanalbenutzungsgebührenordnung. Und da haben wir wieder eine Anpassung geplant und jetzt auch gleich zur Abstimmung bringen. Wer ist für diese Indexierung? Auch wieder 19. Wer ist dagegen? 14 Stimmen vom Team Mario Leiter. Und somit ist auch das angepasst. Und wir kommen zu Punkt E, zur Kanalordnung. Da geht es auch wieder um die Gebührung natürlich. Ich darf auch das wieder zur Abstimmung bringen. Wer ist hier für eine Anpassung? 19 Stimmen, wer ist dagegen? 14 Stimmen dagegen. Wir kommen zu Punkt F, zur Wassergebührenordnung. Ich darf auch das gleich zur Abstimmung bringen. Wer ist für eine Indexierung der Wassergebührenordnung? Auch wieder 19 Stimmen, wer ist dagegen? 14 Stimmen vom Team Mario Leiter. Und wir kommen zum letzten Punkt, Punkt G, zum Wasseranschlussgebührenordnung. Auch hier darf ich gleich zur Abstimmung bringen. Diese Indexierung, wer ist hier dafür? Auch wieder 19 Stimmen, wer ist dagegen? 14 Stimmen, und somit haben wir die Abgaben fürs nächste Jahr alle indexiert und angepasst. Und ich bedanke mich für dieses rasche Abstimmen. Somit wären wir schon bei Punkt 5, beziehungsweise 4, den Punkt 4 haben wir gestrichen. Gerhard, bitte Allfälliges. Lieber Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, jeder von uns hat heute den Bericht der offenen Jugendarbeit auf seinem Sitz gefunden. Die haben auch ein schwieriges Jahr hinter sich. Lesen das durch, denken auch an diese jungen Menschen, die ja der Dusse das Zeug machen. Sie haben uns auch ein kleines Goodie mitgebracht. Also ich bedanke mich recht herzlich für diese Initiative, die schon Tradition hat bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Besuchern von der Villa K, und wünsche Ihnen auf diesem Weg ja ein besseres 2021 wie 20. Dankeschön. Danke. Danke, Gerhard. Martina, bitte. So, einen schönen guten Abend meinerseits, allen hier im Saal und natürlich den Zusehern oder Zuhörern. Wie ihr sicher wisst oder aus den Medien vernommen habt, ich möchte ein paar Sätze zur E5-Zertifizierung sagen. Und zwar hat es mich am 14.06.2017 sehr gefreut, als wir einstimmig nach der Stadtvertretersitzung
zugestimmt haben, als E5-Gemeinde beizutreten. Wir sind kurz danach haben wir ein E5-Team parteiübergreifend gebildet, haben dann am Energieinstitut gemeinsam einen Mitgliedsvertrag unterschrieben und sind dann in eine dreijährige Evaluierung mit aufwendigen Datenerhebungen und Zielsetzungen an einem Tisch gesessen und haben das durchgeführt. Ein paar Beispiele möchte ich nennen. Wir haben in der Bewusstseinsbildung gestartet mit kleinen Themen, zwei Pixi-Büchchen abgedruckt, das Madame Mumeau oder die Flasche Gustav. Genauso haben wir teilgenommen an den Kindergärten, ein Reich für Kindergärten, wo man die Energiewirtschaft spielerisch überträgt. Genauso sind jetzt erste Zeichen gesetzt worden in der Biodiversität. Wir haben eine Grünflächenbewirtschaftung, haben erste Projekte von blühenden Wiesen oder die Dachbegrünung in Bings. Wir haben uns eingesetzt, sichere Radfahrkonzepte, Photovoltaikanlagen für die Bürgerbeteiligungen. Der Stadtbus wird auf Hybrid umgestellt. E-Geräte vom Bauhof, neue werden angeschafft, mit der eigenen Photovoltaikanlage eingespeist. Es gibt diese Abwärmenutzung vom Firma Getzner beim Schwimmbad. Also ganz viele Themen, das könnte man noch fortsetzen. Ich möchte einfach dies erwähnen, allen gratulieren, natürlich teamübergreifend dem E5-Team und stellvertretend am Karl Thaler. Wir haben drei E's erreicht. Somit möchte ich Dank aussprechen, auch allen in der Verwaltung, die diese Verwaltungsthemen Aufarbeitung hatten, mitgearbeitet haben. Zugleich möchte ich aber noch appellieren, auch zukünftig gesetzte Maßnahmen und Zielsetzungen hinsichtlich energietechnischen Themen oder Anliegen, dass wir die gemeinsam und rasch weiterführen. Danke. Vielen Dank. Machen wir gerade Abwechslung. Herr De La Rosa. Werte Stadtvertreterin, werte Stadtvertreter, sehr geehrter Bürgermeister, das mit 7 wird sich nicht ausgehen. Das kann ich Ihnen versprechen. Zu 7-2 wäre es mir gerecht. 7-2 dürfte sich ausgehen, hoffe ich schwer. Ja, ich möchte mich noch ganz kurz meiner Vorrednerin anschließen. Ja, es ist wahrscheinlich die zukünftig stärkste Krise, die uns treffen wird, ist die Umweltkrise. Und die jetzige ist die größte Krise der Zweiten Republik, ja, also eine Gesundheitskrise. Wir haben unsere Generation es noch nie gesagt hat und hoffentlich auch nicht mehr sagen wird. Aber es ist eine sehr schlimme Krise, die uns alle einschränkt. Ja. Vor allem mich als Sozialarbeiter extrem einschränkt mit meiner Klientel. Mich als Musiker einschränkt, alle Musiker und auch die im Umfeld, vor allem Techniker etc., sind eigentlich seit März in einem kompletten Arbeitsverbot. Und wie Sie, Herr Bürgermeister, letztes Mal richtig gesagt haben, ja, also es ist eine Krise und bitte haltet euch alle an diese Maßnahmen. Ja. Und ich bin da ganz bei Ihnen, Herr Bürgermeister, ich finde das richtig. Und erschreckt ihn ein bisschen, wenn man uns bei der letzten Sitzung dann noch vorwirft, ja, wir würden Wahlwerbung machen etc. Und dann liest man in der Zeitung, in Vollartikeln, also in der Voll.at, in den Internetplattformen, gibt es zwei Artikel, die mir sehr, sehr suspekt vorkamen und wo ich finde, dass das nicht das richtige Zeichen ist. Und ich stelle deshalb eine Anfrage an die zwei Stadträtinnen, und zwar in diesem Fall für den Artikel des 26.11.2020 auf der Internetplattform Voll.at erschienen. Es zu entnehmen, dass die Stadträtin Andrea Malic gemeinsam mit der Abteilungsleiterin Melissa Konzett Wohnanlagen des betreuten Wohnens in Bludenz aufsuchte, um dort Frühstückssäckchen für alle 80 Bewohnerinnen der Wohnanlage zu verschenken. Neben den Frühstückssäckchen gab es für jeden Bewohner auch noch einen Essensgutschein in Höhe von 7 Euro. Ich finde das grundsätzlich eine gute Idee. Ja? Das können Sie ja machen. Aber bitte, machen Sie das nicht während einem Lockdown. Ja? Da gibt es eine gesetzliche Vorlage und ich kann einen Auszug, ja, weil inwiefern war diese Aktion, ja, die offensichtlich eine,
eine Werbeaktion ist, ja, die ja für mich okay ist, aber nicht unter diesen Bedingungen. Ja. Die Covid-19-Notmaßnahmenverordnung war zu diesem Zeitpunkt in Kraft und diese wäre einzuhalten gewesen. Und deshalb ist meine Frage, ja, also ich kann da einen kurzen Auszug aus § 10 Altenpflege- und Behindertenheime heißt in dieser Verordnung. Das Betreten von Altenpflegen- und Behindertenheimen ist untersagt. Ja. Absatz 2 gilt nicht für Bewohner, sind sie offensichtlich nicht. Personen, die zur Versorgung der Bewohner oder zum Betrieb der Errichtung erforderlich sind. Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, höchstens 2 Personen zum Besuch von unterstützungsbedürftigen Bewohnern etc. Es geht so weiter. In § 4 ist noch der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Mitarbeiter nur einlassen, wenn diese durchgehend einen den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung tragen. Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Mitarbeiter ferner nur einlassen, wenn für diese einmal pro Woche ein Antigentest auf SARS-CoV-2 oder ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt wird und dessen Ergebnis negativ ist. Ja? Also ist meine zweite Frage, inwieweit erfüllen Sie, Frau Stadträtin, eine der in Absatz 2 genannten Kriterien? Meine dritte Frage ist, in allen Aussendungen des Bundes, aber auch des Herrn Bürgermeisters, wird empfohlen, die Covid-Bestimmung einzuhalten und vor allem ältere Menschen zu schützen. Dabei wurde auch Besuch in Alten- und Pflegeheimen auf das unumgänglichste Maß eingeschränkt. Ja? Auch Besuche von Angehörigen wurden per Verordnung auf ein Mindestmaß reduziert. Also wer jetzt seine alte Tante oder Oma besuchen wollte, konnte das einfach nicht machen. Ja? Und da frage ich mich, war die Stadträtin erstens einmal dazu befugt, diese Wohnanlage zu betreten, ja? Und waren Sie zu diesem Zeitpunkt bei einem Antigentest oder einem molekularbiologischen Test negativ auf SARS-CoV-2 getestet? Viertens, von wem wurden diese Frühstückssäckchen überhaupt bezahlt? Gibt es, sollten diese Kosten durch die Stadt getragen worden sein, eine diesbezügliche Bedeckung? Fünftens, von wem wurde der Essensgutschein in Höhe von 7 € pro Bewohner bezahlt? Gibt es, sollten diese Kosten durch die Stadt Blutens getragen worden sein, eine diesbezügliche Bedeckung? Und warum gibt es da nicht einen Gutschein, den Sie ja so gepriesen haben für die Stadt, sondern für ein explizites Lokal? Sechstens, auf welche Summe belief sich, sollte die Aktion durch die Stadt Blutens aus dem öffentlichen Haushalt bedeckt worden sein, die Frühstücksaktion? Fünftens, bedarf es, sollten die Kosten durch die Stadt Blutens gedeckt worden sein, eines Beschlusses eines Gemeindeorganes zur Umsetzung einer solchen Aktion? Wenn ja, in welchem Gremium wurde eine derartige Beschluss gefasst? Und jetzt frage ich Sie auch, inwieweit halten Sie das für moralisch sinnvoll, in einer Zeit, wo alle in der Bevölkerung aufgerufen sind, zu Hause zu bleiben und Alten- und Pflegeheime nicht zu besuchen, ein solches für Werbezwecke zu besuchen? Wahlkampf ist erst in 5 Jahren wieder. Oder in 4. 4 jetzt nur noch, oder 4,5. Zeit läuft. Ich habe die Anfrage schriftlich gemacht, ich werde das dann kurz weitergeben und möchte eine schriftliche Beantwortung. Meine zweite Anfrage ist ebenfalls aus dem Internetplattform voll.at zu entnehmen. Ja? Und das ist ein anderer Artikel, der mich auch sehr überrascht hat, muss ich sagen. Nämlich betrifft quasi, wie wir das an die Stadträtin für Soziales und an die Stadträtin Martina Brandstätter. Ja? Der Internetplattform voll.at ist am 1.12. zu entnehmen, dass die Stadträtin Malitsch und Brandstätter dem Forstamt tatkräftig beim Sägen von Bäumen halfen. Diese Bäume würden für den guten Zweck der Senekure und dem betreuten Wohnen zur Verfügung gestellt. Jetzt ist meine Frage, erstens, was macht die Stadträtin für Soziales beim Forst? Ja? Meine zweite Frage ist auch diese Aktion zu Lockdown-Zeiten überhaupt der Maßnahmen konform, weil eigentlich müssten Sie zu Hause bleiben für Aktionen, die nicht unbedingt notwendig sind. Aber etwas, was mich am allermeisten stört in der Aktion, ja, also ich finde es ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Wenn kein Corona wäre, bitte schneiden Sie so viele Bäume im Wald, wie Sie wollen. Aber nicht während Corona. Das geht sich einfach nicht aus. Also ich empfinde es als Affront, weil ich meine Arbeit nicht gescheit machen kann. Ich kann nicht Musik machen. Ich kann nicht meine Klientel richtig betreuen und ich bin Sozialarbeiter. Und wenn Sie dann diese Bäume schneiden und für gute Zwecke verschenken, will ich auch dort, da stellt sich dieselbe Frage, wer bezahlt diese Aktion? Sind dafür städtische Mitarbeiter quasi herangezogen worden? Die nächste Frage ist, gibt es ein Gremium, das entscheiden sollte? Und
Ein anderes ist, also es ist diesem Artikel auch zu entnehmen, dass ein Teil dieser Bäume der Kirche gespendet werden. Seht ihr das richtig? Ich frage mich, wie wir dazu kommen, als Stadt einem religiösen Verein etwas zu spenden. Ja, da können Sie schon lachen, Herr Thoma, aber wissen Sie, wo Sie nicht mehr lachen würden, wenn wir jetzt Gipfel der Moschee verschenken würden? Da würden Sie nämlich nicht lachen, oder? Würden Sie? Ja, bitte. Ich nicht. Ich halte es nämlich für komisch, dass in einem säkularisierten, laizistischen Staat Geschenke an Religionsgemeinschaften gegeben werden. Danke. Super, vielen Dank, Herr De La Rosa, für die zwei Anfragen, wo wir natürlich gerne mitnehmen. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass Sie das alles Thema geschrieben haben und uns den noch schriftlich kennen. Und wir werden natürlich diese Fragen komplett beantworten und dann sobald. Und eine schriftliche Beantwortung ist, glaube ich, auch gewünscht. Das werden wir natürlich machen. Gibt es sonst noch Allfälliges? Ansonsten schaffen wir es, denke ich, auf die ZIP 2. Was Positives nehme ich gerne mit. Herr Thoma. Also keine Sorge, ich reagiere nicht auf diese Wortmeldung von Antonio, obwohl das das Wesen vom Parlamentarismus ist, gell, dass man miteinander redet und dass man Fragen stellt. Das ist ein gutes Recht. Ich möchte das anders sagen. Der Jogi war auch dabei, auch ganz kurz auch auf den Blick zurück auf das vergangene Wochenende zu den Testungen. Ich habe das Glück, ich bin froh, dass der Mario wieder da ist, dass du wieder gesund bist. Mario, schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, das ist nicht lustig, was du erlebt hast. Ich möchte aber sagen, ich habe das selber auch erlebt, wie professionell das abgelaufen ist, nicht nur im Bludenz, sondern auch außerhalb von Bludenz, die Testungen. Vielleicht hat das jemand dazu noch was sagen. Und war wirklich begeistert, da, mit welcher Energie und mit Einsatz die Ehrenamtler da dabei waren. Die ganzen Vereine, die Blaulichtorganisationen. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Und ich kann mir nur wünschen, wenn die nächsten Testungen kommen, aber die kommen ganz sicher. Und diese Testungen waren eine Momentaufnahme. Und weil es der Antonio auch angesprochen hat, ja, wir müssen uns alle daran halten. Es geht wirklich darum, dass wir gesund bleiben und dass wir nach vorne schauen und dass wir vielleicht irgendwann dann auch wieder in aller Ruhe bei der Eva ein Kaffee trinken können oder wo auch immer. Oder im Dörflinger, das ich nämlich wirklich vermisse. Also danke den ehrenamtlichen Organisationen für diesen wirklich fantastischen Einsatz in den letzten Tagen. Aber auch allen städtischen Mitarbeitern. Bei mir hat das innerhalb von 18 Minuten, habe ich glaube ich, das Ergebnis schon gehabt. Das war wirklich super. Bestens betreut vom Stefan Kieres jetzt bei der Registrierung und danach auch super. Und wenn das nochmal kommt, bitte heben wir nochmal so zusammen. Ich glaube, das ist wichtig für uns alle, dass wir durch diese Pandemie durchkommen. Das ist, noch einmal Antonio, danke für dein, das hast du gesehen, die schwerste Krise seit 1945. Bitte zusammenheben und ich sage euch jetzt frohe Weihnachten. Dankeschön. Vielen Dank, Christoph. Gerne, Herr Vizebürgermeister Mario Leiter. Geschätzter Herr Bürgermeister, geschätzte Stadträtskolleginnen, Stadträtinnen, Kolleginnen, geschätzte Stadtvertreterinnen, Stadtvertreter, geschätzte Zuseher zu Hause in den Bildschirmen, in den Wohnzimmern. Ich habe mir eigentlich heute gedacht, ich mache keine Wortmeldung. Es ist eigentlich alles gesehen. Es war eine gute Stimmung. Ich bin froh, dass der Kollege Jimmy Heinzel eine richtige Stellung gemacht hat, dass es eine Wirtschaftsförderung ist. Die haben wirklich alle vier Fraktionen parteiübergreifend angegangen sind, dass wir so einen tollen Erfolg haben, innerhalb von 3 Tagen 65.000 Euro zuschießen in die Bludenzer Wirtschaft, wo das Geld wirklich richtig landet. Es sind wirklich alle gebeutelt, der Wirtschaftstreibenden. Wir hätten sie gerne auch den Wunsch gehabt, dass man die Gastronomie, solange der behördlich zu ist, damit wirklich oder Gastronomie und der Hotellerie geholfen wird, dass man noch 10 Euro pro Monat, wo zu ist, die behördliche Schließung pro behördlich genehmigten Sitzplatz auch noch einmal eine Förderung gibt, um die wirtschaftliche Existenz sicherzustellen, gerade was die Pachtzinsen belangt. Also solche Dinge möchten wir überlegen und möchten auch diskutieren, natürlich mit allen Fraktionen. Und interessanterweise haben wir eine tolle Stimmung. Also in allen Fraktionen, das möchte ich einmal betonen, wir versuchen alle an einem Strang zu ziehen. Das, was jetzt heute abgegangen ist beim Kollegen Thoma und unserer Stadträtin Eva Peter, hat mich etwas entsetzt, dass man so agiert. Und daher habe ich mir gedacht, jetzt mache ich doch eine Wortmeldung. Jetzt muss ich doch was sagen. Es ist zwar Weihnachten bevor, aber ein paar Dinge
möchte jetzt doch noch anbringen, und weil der Kollege Thoma auch immer sagt, es ist eine Diskussionsrunde, das heißt ein politisches Haus, da darf man politisieren, und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eine Haltung vertritt. Wir haben halt die Haltung gehabt, in diesem Jahr die Indexerhöhung nicht mitzugehen, was wir die ganzen Jahre aber gemacht haben. Nur in diesem Jahr eine besondere Situation ist, eine Corona-Situation ist, dass wir 7.500 Haushalte haben in Bludenz, wo wir mit dieser Aktion treffen, haben wir gesehen, unsere Haltung ist, da machen wir nicht mit. Es ist der Stadtvertretung unbenommen und es ist mehrheitlich jetzt anders beschlossen worden, das ist okay. Demokratiepolitisch in Ordnung. Ich möchte jetzt, bevor ich jetzt da wirklich jetzt einmal in die Themen hineingehe, zum E5. Liebe Stadträtin Brandstätter, ich gratuliere, dass wir endlich E5 sind. Ich darf aber auch sagen, ich habe den Artikel auch gelesen, der Antonio Della Rosa offensichtlich auch. Also es haben viele gelesen und das ist schon gut angekommen natürlich. Auch der Wolfgang Maurer war beim ORF, beim Interview in Vorarlberg heute. Ich bin sehr froh, weil ich habe das einmal ausgesucht. Du hast gesehen, im Juni 2017, es war am 23. März 2017 unter Tagesordnungspunkt 20, hat meine Fraktion den Antrag gestellt, den E5-Beitritt zu machen. Er ist mit 32 zu einer Stimme angenommen worden. Das haben wir dahingestellt, wie wer war's. Aber seit diesem Zeitpunkt rollt die Sache E5. Also auch das Team Mario Leiter oder die SPÖ Bludenz hat sich dem E5-Team so hin verschrien. Okay? Also wir sind immer dabei, alles was E5 betrifft. Ich beobachte derzeit auch weiter der Stadtplanungs- und Hochbauausschuss. Wir haben in der letzten Stadtvertretersitzung haben wir beantragt, thematisch, und zwar haben wir das alle Raum- und Verkehrsplaner, die ich persönlich kenne, mit denen ich in den letzten 5 Jahren beruflich zum Durchgehen habe, als Startup für Raumordnung, haben wir alle gesehen, thematisch gehört Verkehr und Raumordnung zusammen. Darum haben wir den Antrag gestellt, diese beiden Ausschüsse zusammenzulegen. Wurde mehrheitlich abgelehnt, jetzt haben wir einen Stadtplanungsausschuss und einen Hochbauausschuss. Jetzt kommt die erste Sitzung, nächste Woche am Montag. Der Bürgermeister hat eingeladen und der Ausschussobmann Joachim Weichselbaumer. Es gibt eine Sitzung, ist genau das, was wir gesehen haben. Wir haben eine Sitzung, in beiden Ausschüssen sitzen die gleichen Mitglieder und jeder Ausschuss für sich hat einen Schriftführer. Und ich bin gespannt, wer effektiv die Sitzung leitet und wer denn das Protokoll führt. Beziehungsweise schlage ich sie gerne auch vor, dass der eine der Stellvertreter vom anderen sein sollte, damit da diese beiden Ausschüsse auch richtig gut schaffen können. Also ich würde euch da sehr, sehr unterstützen in diesen beiden Ausschüssen. Ich hoffe natürlich auch, dass wir vieles vorwärts bringen. Jogi, du kannst dich erinnern, die Thematik Fachbeirat. Ich möchte erreichen, dass diese beiden Ausschüsse für die Bludenzer Bauherren, für die Hüslebauer von Bludenz, dass die wesentlich dazu beitragen, dass das leichter wird, dass es effizienter wird, dass sie weniger Hürden machen müssen, dass wir über alle Themen drüber gehen, wo den Bludenzer Häuslebauern etwas bringen. Das scheint mir wichtig und ich glaube, das ist die Aufgabe vom Hochbauausschuss und das ist die Aufgabe vom Ausschuss für Raumordnung. Und ich würde mich da auch fachlich natürlich in beide dementsprechend einbringen. So, jetzt komme ich zum Inhaltlichen noch, weil doch viel über Medien geredet worden ist. Da mache ich natürlich auch noch ein paar Anmerkungen dazu. Ich habe jetzt die letzten Wochen und Monate das politische Geschehen in Bludenz beobachtet. Ich habe auch festgestellt, dass relativ viel Marketing gemacht wird, auf der Bludenz.at-Seite, aber auch in anderen Medien, in anderen Printmedien und. Bin etwas erstaunt. Ich habe diese Diskussionen, Christoph, du wirst jetzt erstaunt sein, die Diskussionen mit dir habe ich eigentlich geschätzt, weil sie waren inhaltlich. Der Christoph Thoma ist gerannt im Kultur- und Kunstbereich, hat Projekte aufgeleistet, wir haben Projekte gemacht. Ich habe das Gleiche gemacht im Bereich der Betriebsansiedlung, der Raumordnung und der Jugend. Also jeder Stadtrat für sich hat inhaltlich extrem gearbeitet. Jetzt momentan sage ich eigentlich immer nur Baumfällaktion, Frühstückaktion, diese verschiedenen Aktionen. Die gemeinsamen Aktionen, so wie jetzt die Wirtschaftsförderungsaktion mit der Gutscheinaktion, ist eine hervorragende. Und das ist das, was eigentlich die Bürger möchten. Ich glaube, jetzt muss es endlich aufhören mit dieser Inszenierung. Ich habe ganz viele Mails. Simon, du kriegst schon Mails, oder viele? Zwei, drei am Tag. Ja. Im Tag, oder was? Ich kriege ganz viele Mails. Eins möchte ich da vorlesen. Ich habe
ich lese nicht das ganze Mail vor, weil es hat, bitte? Der Inhalt eines Mails. Ha? Bitte. Also es hat mehrere Seiten, ich lese nur einen kleinen Absatz vor. Die jungen Männer, die nun an die Macht kommen, wissen großteils nicht darüber, was es heißt, Verantwortung für andere zu tragen, selbst in schwierige Lebenslagen geraten oder mal ein Minus auf dem Konto zu haben. Was nun wohl kommt, ist eine lange Serie von Selbstbeweihräuchung, Freundelwirtschaft, verschwenderischer Spaßveranstaltungen. Zu spüren werden es natürlich die vulnerable Personen, die ohnehin schon an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Ich habe bei der konstituierenden Sitzung, wo wir den Vizebürgermeister gewählt haben, habe ich vermisst, dass die ÖVP, der zweitstärksten Fraktion in dem Haus, den Vizebürgermeister zugesteht. Da bin ich der Meinung, das war ein holpriger Start, die Suppe war versalzen. Effektiv, wenn man so versucht, auch den Vizebürgermeister noch zu stellen, war doch recht holprig. Der nächste Bereich, wo wir gehabt haben, waren die Ortsvorsteher. Wir wissen, wir brauchen in der Südtiroler Siedlung einen Ortsvorsteher, wir haben das auch wählen. Haben wir jetzt nicht gekriegt. Wir sind offen für Gespräche natürlich, für weitere, aber da glaube ich, kann es weitergehen. Wir haben mit den Fraktionsobleuten die Thematik geht mit der Begleichung oder mit der Entlohnung von allen Obleuten, die nicht Stadträte sind, dass da alle gleich behandelt werden. Auch das ging in die Hosen. Die Christbaumaktion, wenn der Antonio sieht, dass Christbäume der Kirche verschenkt, Antonio, der Kirche verschenkt werden, das habe ich jetzt nicht gelesen, ist das so irgendwo gestanden? Entschuldigung, das habe ich nicht gelesen, dann war es vielleicht der Umkehrschluss zur Podcast-Aktion mit dem Bischof Benno Elbs, dass man einen Christbaum schenkt, ich weiß es nicht. Bei Kindergarten, wenn man Äpfel bringt, die haben das auch noch ganz kurz notiert. Bei der Müllabfuhr, da ist auch noch was gesehen, ein Interview hast du gesehen, Simon. Die Mitarbeiter auf Augenhöhe, vom Stadtamtsdirektor bis zum einfachen Mitarbeiter in der Bürgerservice-Stelle. Ich glaube, wir haben ganz tolle Mitarbeiter und das bestätigst du mir sicher jetzt. Wir haben tolle Mitarbeiter, die machen alle ihren super Job. Also wir haben nicht einfache, sondern sie sind alle eigentlich super und ich bin ganz stolz auf sie. Was mir jetzt ist, und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir anfangen, inhaltlich schaffen. Dass wir inhaltlich einfach an die Taten gehen, dass wir versuchen, der Stadt wirklich Leben einzuhauchen, dass wirklich was passiert. Wir haben ein Hotelbau im Wohncenter, wo wir dringend forcieren müssen. Ich bin gespannt in den Ausschüssen, dass wir da wirklich bestmögliche Unterstützung geben. Wir möchten den Hallenbau der Firma Varit, das sind zwei Hallen, wo gebaut werden sollten in der Klarenbrunnstraße, um den Betrieb der Firma Doppelmeier in Bludenz zu sichern, aber auch der Firma Getzner. Auch diese, da bin ich schon lange dran, dass wir diese Gespräche weiterführen, dass wir die auch zum positiven Abschluss bringen. Die Umwidmung Schmitte ist für ganz viele ein großes Thema offenbar. Das sind 10.000 Quadratmeter, dass wir auch dort, wir haben jahrelange Vorarbeit geleistet, dass wir dort auch weitermachen. Die Innenstadtbelebung, der Wirtschaftsstadtrat Bandl Hansi hat sich da gequält mit Wirtschaft und Innenstadtbelebung. Wir haben ihn bestmöglichst unterstützt, dass wir dort weiter sind. Wir wissen jetzt, dass nächstes Jahr zwei Innenstadtlokale aufhören. Wir wissen das jetzt. Wir müssen jetzt dran gehen, dass wir dort bechteln können. Drei. Ja, drei, okay. Und das ist schlimm. In der Innenstadt drei Lokale zu, ist unmöglich. Das geht nicht. Also wir müssen jetzt dran schaffen, dass wir das verhindern, dass diese Innenstadtlokale leer stehen. Wir haben immer noch das Sessil, wo leer steht. Wir dürfen das nicht machen. Wir müssen endlich das Thema angehen mit der Leerstandsdatenbank. Wir brauchen eine Datenbank, wo wir wissen, welche Flächen im Bluden sind wo frei. Wir müssen die Quartiersentwicklung in Bings, in Brunnenfeld, in Staller, aber auch in Radin fortführen. Wir müssen weitergehen. Wir haben nächste Woche schon am Dienstag die nächste Sitzung, dass wir da weiterkommen, dass es auch dort zu einem positiven Entschluss kommt. Wir müssen den Fachberat neu strukturieren und ich glaube, Jogi, das ist eine große Aufgabe von uns allen, dass wir dort auch angehen, dass wir das gemeinsam angehen, dass wir dort auch positive Akzente setzen können. Wir müssen das Quartiersentwicklung Rathausareal angehen. Wir haben 3,5 Jahre Gespräche geführt mit vielen, vielen Projektbetreibern, aber auch mit allen Anrainern. Auch das müssen wir angehen. Wie ist der Stand, dass wir denen eine Rückmeldung geben kann? Machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Quartiersentwicklung genau dasselbe. Also ich bin der Meinung, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das sollte der Inhalt sein und nicht irgendwelche PR-Aktionen, weil ich glaube, es ist zu schade, die Zeit dazu. Ich habe da ein Folder von Bratz, vom neuen Ortsvorsteher Zimmermann Christian. Er stellt sich da vor, immer Folder vierseitig. Da würde mich interessieren, erstens mal, wer macht diesen Folder, weil die Stadt hat
bisher bei keinem Ortsvorsteher irgendeinen Folder gemacht. Wer macht den? Hat man den im Amt entwickelt? Ist der auf Papier vom Amt gedruckt worden? Gleichzeitig, du hast selber ausgegeben, Bürgermeister, du möchtest mit den Stadträten auf bludens.at kommunizieren, das heißt mario.leiter@bludens.at, und jeder Stadtrat sollte so erreichbar sein. Kannst du dich erinnern an diese E-Mail? Das ist schon fast eine Werbeanlage, weil der Kollege Zimmermann ist ja offenbar selbstständig, der hat einen Landwirt und hat auch noch das Foto groß da mit seiner Firmenbeschriftung, und auch hinten im Kontakt steht auch noch die private Zimmer, also die private E-Mail-Adresse mit allen Kontakten. Also ich glaube, wir müssen anfangen, schaffen. Wir müssen anfangen, etwas Gutes tun für Bludenz. Wir müssen anfangen, miteinander zu schaffen. Wir müssen vielleicht einmal gemeinsam auftreten, wenn wir einen Erfolg erzielen können. Wir müssen das gemeinsam versuchen zu kommunizieren. Das, was man früher gehabt hat, muss jetzt nicht weitergehen. Wir können das gemeinsam schon stemmen. Wir sind bereit dazu. Wir möchten gemeinsame Lösungen schaffen. Wie man sagt, mit der Gutscheinaktion, dass wir, und zwar das ist es nämlich, eine Summe für die Bludenzer Wirtschaft von 1,2 Millionen Euro generieren durch so eine Aktion. Das ist in Wahrheit das Arbeiten für Bludenz. Jimmy, gibst mir du da recht? Das ist es, das ist das, was die Bludenzer wollen. Dass wir da schaffen, schaffen und schaffen. So, jetzt habe ich mal da das alles gesehen. Der Kollege Krump, Gerhard, hat mir das Büchle da genommen. Das ist, ich bin der Jugendstadtrat und ich bin ganz stolz auf die Villa K. Die Villa K leistet eine hervorragende Arbeit für die Jugend in Bludenz, auch im niederschwelligen Bereich, und sie sind während den Zeiten des Lockdowns ständig da gewesen, sie waren immer da, sie waren erreichbar telefonisch oder per Mail, und sie haben sich auch um die Jugend gekümmert in Bludenz. Sie haben Hausbesuche gemacht, also direkt vor dem Haus, also sind in den Haus reingegangen, aber sie haben auch mobile Stadtteilarbeit gemacht oder haben Streetworking gemacht, und jetzt kommen auch wieder die Finanzverhandlungen, und ich glaube, da müssen wir alle dazu stehen, unsere Jugend hat einen unglaublichen Stellenwert. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr uns alle unterstützen im Bereich der Jugend. Und wir werden das die Woche noch diskutieren. Sie machen eine tolle Arbeit. Sie haben uns jetzt das dahergegeben. Lagen bitte das Büchle an. Ich bin jetzt am Ende meiner Wortmeldung. Möchte mich bei allen bedanken. Es ist doch eine interessante Plattform. Die Stadtvertretung kann vieles bewegen, kann alles für Bludenz bewirken. Und ich glaube, es geht in Zukunft nur noch gemeinsam, und das haben wir gesehen, die Grabenkämpfe müssen aufhören, die Diskussionen sollen stattfinden, dort wo nicht diskutiert wird, da fehlt die Idee dahinter. Daher bitte diskutieren ganz viel, bringen gute Ideen ein, das wäre mit den Gutscheinen da. Machen wir was Gutes für die Stadt und packen es auch. Vielen Dank und frohe Festtage. Dankeschön. Danke, Herr Vizebürgermeister. Wer mag zuerst? Christoph, bitte. Der Zip 2 ruckt in die Ferne. Ja, der Armin Wolf kann mir der TVT nachschauen. Unser Wünschler, ja. Herr Vizebürgermeister, jetzt könnte ich lange replizieren, was du da jetzt alles erzählt hast. Ich möchte aber schon eines sagen. Ja. Erstens einmal, schön, dass du den Hansi Bandler und mich da erwähnt hast. Also das haben wir 5 Jahre lang nicht gehört, jetzt haben wir es gehört. Das ist immer schon, wenn man fort ist, dann wird man gelobt. Das freut mich. Tut aber nichts zur Sache. Ich bin eigentlich schockiert über diese Rede, weil es zeigt, dass du nach wie vor im Wahlkampfmodus bist und dass du nicht akzeptieren willst, dass am 13. September die ÖVP gestärkt worden ist um 6% und die SPÖ um 1% oder 2%. Und die ÖVP vielleicht doch nicht so schlecht geschafft hat die letzten 5 Jahre. Das ist das Erste. Und das Zweite, er ist Bürgermeister. Der Simon Can hat die Wahl gewonnen, und zwar klar und deutlich. Und ich wäre froh, wenn du das auch einmal akzeptieren könntest und dahin einfach jetzt wirklich mitschaffst und all diese Ideen, die du da einbringst, Quartiersentwicklung, Hirschergarten, ich habe alles Wahlkampf gesagt, das kannst du alles umsetzen. Das kann die SPÖ alles vorantreiben. Die SPÖ kann sich einbringen in allen Ressorts. Das ist das Wesen, du hast gerade selber gesehen, das ist der Raum dahinter. Kein Sibri, kein Anträgesteller, kein Anfragensteller. Das wäre die Aufgabe. Und nicht da eine Wahlkampfrede zum Halter, weil wird Antonio vorher gesagt, die nächste Wahl ist 2025. Und jetzt höre ich auf, höre Enkel, verspricht das jemand. Danke. Danke, Christoph. Antonio, bitte. Es brennt mir unter der Nägel, ist extra herrlich, aber... Bitte Ruhe.
Also das Weihnachtsfest zu nahe ist. Sparen wir den Kommentar, aber immer denkt, sind wir in der Vorarlberg, heute ist schon vorbei. Eigentlich wollte ich noch ein paar positive Worte sagen. Nämlich... Da kannst du Zeit lassen. Ja, da darf man Zeit lassen. Die Villa K wollte ich auch noch mal loben. Wir haben es selber dort mal geschafft. Das wissen wir vielleicht. Und es ist mir gerade in dem Moment, also weil ich auf mein Handy geschaut habe, es war nicht, weil ich mich nicht interessiert für die Sitzung, sondern es ist in dem Moment, hat mich der Jogi Mangard erreicht und mir gesagt, es ist voller den Artikel, der nämlich eine Aktion bewirbt, die von der Villa K ausgeht und auch mit, in Kooperation mit der offenen Jugendarbeit Montafon haben wir es geschafft, den Philipp Schlaffer, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist ein ehemaliger Neonazi, als Referent herzumholen, nach Bluden sozusagen, virtuell. Ähnlich wie die Aktion, die ich euch das letzte Mal schon wärmstens ans Herz gelegt habe, möchte ich das auch wieder machen. Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Jeder kann sich auf der Homepage der Villa K bzw. auf deren Facebook-Seite anmelden und mit dem Link erlangen. Und ist sicher auch während Lockdown-Zeit eine interessante Freitagabend-Gestaltung. Und damit das, meine Wortmeldung von vorher nicht ins falsche Licht gerückt wird, nämlich es ist Lichterfest, ja, also ich wünsche allen jüdischen Mitmenschen natürlich ein wunderschönes Lichterfest. Ich wollte mich auch nicht negativ zur Religion äußern, bin aber tatsächlich für eine ganz klare Säkularisierung und halt für Förderung für Religionsgemeinschaften nichts. Nichtsdestotrotz respektiere ich jede Religion und wünsche euch deshalb auch frohe Weihnachten. Vielen Dank, Antonio. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Lieber Yogi. Den Hochbauausschuss und den Stadtplanungsausschuss, wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, den ersten Ausschuss gemeinsam abzuhalten. Da geht es auch denn nicht darum, wer denn die Schriftführerrolle übernimmt, also das sind Nebensächlichkeiten. Wir möchten da aber grundsätzliche Dinge über die Zukunft, zukünftige Gestaltung dieser beiden Ausschüsse, wir werden das denn mit Sicherheit öfter so machen, dass wir sie zusammenlegen, das wird aber nicht die Regel sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir, weil dein Input war damals als Stadtplanungsstadtrat immer sehr, sehr positiv und schon einige Dinge weitergebracht. Also diese Arbeit wird weiterhin mit Sicherheit positiv funktionieren. Wir haben ein ausgezeichnetes Team, sowohl in der Stadtplanung als auch in der Hochbauabteilung. An der Stelle auch mal ein Riesendank für die Unterstützung dieser beiden Abteilungen. Und ich bin zuversichtlich, wir haben einige Projekte im Hochbau und stadtplanerisch, das die Leuchtturmcharakter haben für die nächsten Jahre. Da wird einiges weitergehen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die positive Zusammenarbeit. Und ich möchte auch schließen mit deinen Worten, lieber Mario. Wir müssen ins Tun kommen, gemeinsam arbeiten und da bin ich zuversichtlich. Und der Wahlkampf sollte, da gebe ich dem Kollegen Thoma schon auch recht, vielleicht jetzt endlich beendet werden. Danke, frohe Weihnachten, bleiben gesund und schauen auf euch und eure Lieben. Danke, lieber Yogi. Mag sonst noch jemand eine Wortmeldung geben? Wir haben so viele tolle Sachen aufgeschrieben, aber jetzt... Na, zwei, drei Sachen möchte ich schon auch noch einmal erwähnen. Zuerst einmal vielen Dank. Diskussion ist gut, Diskussion ist wichtig, das sage ich auch so. Das ist das Gremium, wo wir das machen können. Danke, Mario, für die vielen, vielen Ideen. Was ich ein Klischat finde, ist, dass man mich natürlich als, ich weiß nicht, von wem das Mail kommt, aber ganz in Ordnung ist das schon nicht, was der Herr oder die Dame über mich da schreibt und mich da ankreidet. Also der dieser Mailkrieger, wo man über die so lästert, täte ich sagen, da immer ein bisschen schwer. Also wie man sieht, jetzt hockt ein Jugendlicher da oben und arbeitet willkürlich, da immer schwer, dass das nicht persönlich ist. Aber das nehme ich zur Kenntnis, ich finde es noch nicht ganz in Ordnung. Das hast du nicht du geschrieben, nehme jetzt einmal. Aber ich, wie gesagt, ich bemühe mich sehr. Ich weiß, die Wahl ist vorbei und das ist schon meine Motivation. Und ich bin auch der Überzeugung und eigentlich auch der Meinung, dass ich mit aller Zähne schaffen will und das auch immer wieder bekunde, auch in Vorbesprechungen, auch in Aussendungen. Also, wenn die Kommunikation zu sehr lastig auf unserer Seite ist, wir haben es auch in der Stadtratssitzung schon einmal klar thematisiert, wenn Themen sind, vor allem dahin, also das müssen ja nicht einmal Stadträte sein, sondern auch Stadtvertreter, wenn wir Themen haben, wo wirklich für die Bludenzrinner und Bluder so wichtig sind, dann kann natürlich bitte zur Stadt, zur Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, die freut sich, wenn sie positive Dinge schreiben kann, wenn sie gute Dinge, Arbeit für die Stadt, wo wir wirklich aktiv sind,
über solche Sachen berichten kann. Und da bin ich, und da sind wir uns, glaube ich, alle einer Meinung, dass es genau um das geht. Wir müssen jetzt schauen, dass man aus dieser schweren Zeit raus kann, zehnmal schaffen, zehnmal heben. Und das ist schon klar meine Motivation. Und darum tue ich mir bei manchen Aussagen einfach schwer, aber ich nehme das zur Kenntnis, ich nehme mir das zu Herzen. Ich stand ganz klar für einen Zusammenhalt, ich stand ganz klar fürs Zehnmal-Schaffen, ich würde weiterhin die Hand ausstrecken und schaue, dass wir genau solche Dinge wie die Gutscheinaktion, wo wir mit allen erkettern, wo die, für diese soziale Geschichte, wo wir mit allen haben, dort auch im Team schaffen. Also, und da bin ich schon der Überzeugung, die große Arbeit, die Ideen muss für uns allen kommen und den können wir dankenderweise auf eine super Verwaltung zurückgreifen. Und diese Zeit, wo ich beispielsweise auf einem Müllauto hinter der Oberstand den ganzen Tag oder ob ich am Bürgerservice schaffe, hat nichts damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute es nicht können, sondern dass mir das ganz, ganz wichtig ist und das habe ich in meiner beruflichen Erfahrung jetzt einfach gekriegt, Wertschätzung meiner Mitarbeiter gegenüber. Und die beste und ehrlichste Wertschätzung erfahren wir, wenn man wirklich mal auch die Arbeit von allen Mitarbeitern miterlebt. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, einmal einen Tag mit dem Müllauto mitfahren. Das ist wirklich ein Knochenjob. Aber das ist wirklich völlig egal, das hast du richtig gesehen. Es sind alle machen einen unglaublich wichtigen Job. Jeder ist wichtig, jedes Rädle, wo diese Stadt zusammenhält, ist wichtig. Genauso wie wir alle dahinter wichtig sind, auch diese politische Diskussion wichtig ist. Und ich probiere mich jetzt auch kurz zum Halten. Sag erstens einmal vielen Dank fürs Mitwirken noch einmal an alle. Ich kann nur das noch zum Abschluss bringen, dass wir für die Stadt schaffen. Also diese ganzen Aktionen, die wir da machen, sind ja nicht Jux und Tollerei, dass man irgendwie in der Zeitung rein kann, sondern das ist Arbeit für die Stadt. Und ich kann mich erinnern, und nur zu der Christbaum-Thematik noch, ich glaube, das haben wir immer schon gemacht. Erwin, ich würde es aber auch abklären, das ist nämlich nicht aus meiner Idee gekommen, dass ich jetzt mal sage, aufgrund, weil ich mit dem Herrn Bischof einmal ein Interview gehabt habe, dass ich jetzt zur Kirche Bäume spendiere, sondern das macht man schon seit Jahrzehnten so. Aber ich möchte jetzt gerne ins Detail gehen, so sind wir immer gerade in der Thematik von Wahlkampf, die Zeiten sind vorbei, wir haben einen Schaffer gehabt, wir werden diese Anfragen natürlich beantworten. Ich nehme viele Dinge zur Kenntnis, diese persönlichen Mails täte ich denn gerne mal sagen und vielleicht auch mit den Personen reden, weil es gibt auch bei mir eine Schmerzgrenze, dass ich mir persönliche Angriffe auch nicht immer sage, ja, das ist nett, super. Ich bin auch ein Mensch, wir sind alle Menschen, wir tun, ich glaube, alle, und darum sind wir auch heute da, trotz schwierigen Maßnahmen und schaffen für die Stadt. Und ich glaube, das ist das klare Zeichen, was ich auch noch mal anbringen möchte und sage, wir sind heute da, weil wir für die Stadt schaffen und Entscheidungen treffen, wo für die Stadt wichtig sind und das ist auch unsere Aufgabe. Und abschließend kann ich nur noch mal sagen, halten wir uns weiterhin an die Maßnahmen. Ich weiß, es ist hart, ich weiß, es macht keinen Spaß, aber leider nützt es nichts. Ich kann auch noch mal ein Lob aussprechen an euch alle, dass ihr euch auch wirklich so dran halten, auch in diesem Gremium, in den ganzen Sitzungen, wo ihr auch im Rathaus habt, das ganze Team vom Rathaus, wo sich immer wieder dran hebt. Und das Ganze so mit Schlüssen, ich sage vielen Dank, ich wünsche euch ganz eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit, Koffern im Städtle ein und genau abschließend noch dieses Dokument, was der Markus Wiesenthaler noch braucht, bitte ich nachher einfach an Markus abgehen oder da vorne beim Erwin abgehen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, rutschen nicht aus, sondern rutschen noch gut rein. Gehen Obacht, genießen es, wenn es im kleinen Kreis ist, höher, genießen es. Vielleicht landet die Silvesterfeier mal natürlich aus, aufgrund der ganzen Verordnungen. Alles Gute, vielen Dank und somit darf ich die Sitzung schließen und wünsche euch eine besinnliche Zeit und einen schönen Abend. Danke.